Ich liege jetzt ganz flach auf meinem Rasen und jetzt könnt ihr mal gucken hier. Es ist relativ hoch, das Gras. Und mal gucken, ob der Swordman mit dem Rasenfreak-Rasen zurechtkommt. Bleibt dran. Ein Kollege aus der Nachbarschaft hat einen Swordman, einen Elektro-Swordman, und er hat mir angeboten, diesen Swordman mal hier auf meinem Rasen zu testen. Das ist total cool. Da bin ich jetzt echt begeistert. Das finde ich total nett. Der kommt also mit seinem Rasenmäher hierher und dann machen wir hier mal ein paar Mähtests zum Swordman. Ich habe noch nie einen Swordman live gesehen und heute kann ich endlich mal die Technik mir wirklich selber anschauen und hoffentlich auch selber mal mähen, wenn er mich ranlässt. Ich weiß ja nicht, wenn er mich ranlässt, dann können wir auch selber mähen und das wird richtig cool. So, jetzt nehme ich die Kappe wieder ab und jetzt sind wir wieder der Rasenfreak. Ich habe jetzt ein schönes Feld erzeugt, schön rundum runtergemäht und in der Mitte ist jetzt die Test-Area für den Swordman. Und ich hoffe sehr, der Kollege kommt nachher, das Wetter hält sich so und dann gibt es den Test. So Freaks, da ist er, da ist er, da ist er drin, hier Nick, mein Kollege hat ihn mitgebracht, total nett von ihm übrigens. Jetzt, Achtung, der Swordman Elektra und dann noch ein Grün. Cool, sehr cool, Nick, klasse, Hammer. Und den packen wir jetzt aus und dann machen wir hier den Megatest. Freaks, ich mähe mit dem Swordman. Unglaublich, Swordman Elektra. Yes! Coole Streifen und leise ist das Ding, unfassbar. Wir gehen gleich mal tief rein, schauen uns mal diesen Swordman genau an. Sehr spannend, ich habe natürlich schon mal geguckt. Sehr spannend, sehr interessant und die Farbe finde ich auch cool, grün. Jetzt erstmal den Grasschnitt angucken, vorsichtig rausnehmen. Boah! Voll. Wow. Hier. Richtig voll. Ich habe ihn natürlich ein bisschen länger stehen lassen, den Rasen, um ihn richtig zu herauszufordern, den Swordman. Die Messer haben einen relativ großen Abstand. Nimmt natürlich auch problemlos hohes Gras auf. Also das sieht richtig gut aus. So, was mache ich jetzt wieder? Also mit der Technik ist das nicht so ganz einfach hier, mit den ganzen Schaltern. Da muss ich nochmal gucken. Okay. Ja. Lock an. Sehr gut.
der Wahnsinn. Also was mich total begeistert, ist diese Stille. keine Geräusche mehr, nur so ein leichtes Summen der Spindel. Wunderbar. Das ist echt gut. Boah, schon wieder voll. Ich bin sehr beeindruckt, wie schick das Teil ist. Also das Design ist wirklich cool und ich hätte nicht gedacht, dass vor allen Dingen der Fangkorb, dass der so leicht ist. Das ist ja auch ein Metallfangkorb, relativ dünnes Blech. Trotzdem finde ich den Fangkorb wirklich sehr, sehr schön anzufassen und zu handeln. Das gefällt mir richtig gut. Technisch muss ich sagen, gibt es so ein oder zwei Stellen, wo ich sage, das könnte ein bisschen robuster sein. Es ist alles relativ filigran konstruiert, also mit kleinen Schrauben, dünne Bleche. Das muss man beobachten, wie sich das jetzt über Laufzeit bewährt. Ich meine, dieser Mäher, der kostet richtig viel Geld, der muss auch 20 Jahre halten. Wenn ich an meine Edco-Mäher denke, die sind 20 Jahre alt und die laufen immer noch. Das heißt, jeden zweiten, dritten Tag muss gemäht werden. Das heißt, die Dinger müssen robust sein. Gut, es ist alles Metall, ist kein Kunststoff, kein Plastik. Also Metall ist schon mal gut. Kann ich verspröden, kann ich kaputt brechen. Aber Metall rostet, muss man gucken, muss man sicherlich auch warten, dass an der Stelle nicht irgendwie dann mal irgendwas durchrostet. Gut, schauen wir jetzt mal rein in den Mäher. Es gibt eine sehr, sehr schicke gelöste Seitenklappe, also ein Seitendeckel, das finde ich total cool, mit Magneten gehalten. Das ist eine richtig coole Idee. Kann man einfach abziehen und dann sieht man in das Innere des Mähers. Und das machen wir jetzt mal. So, das ist hier der Seitendeckel und den kann man einfach so ganz vorsichtig abziehen. Ganz einfach. Zack, abgezogen, fertig. Hier sind Magneten eingebaut, 1, 2, 3, 4 Magnete. Und über diese 4 Magnete wird dieser ganze Deckel gehalten. Sehr cool. Ja, und hier ist ein richtig schöner, fetter Elektromotor zu sehen. Hier mit einer Übersetzung, mit so einem Schneckenantrieb. Auch robust in Druckguss ausgeführt, Alu-Druckgussgehäuse auf die Walze hinten. Und hier innen drin ist der gleiche Motor nochmal. Und dieser zweite Motor treibt nur die Spindel an. Und ja, wie machen die das jetzt? Die haben eine Elektronik und die stimmen die Drehzahl der beiden Motoren aufeinander ab. Das heißt, wenn der Mäher schneller fährt, dreht die Spindel auch schneller. Das kann man übrigens sehr schön merken, wenn man mit der Geschwindigkeit variiert, dann merkt man, wie die Spindel anfängt schneller zu drehen. Sehr, sehr cool gemacht. Was mir auch super gefällt, ist ein richtig robuster Riemenantrieb, nicht ein Keilriemen, sondern ein richtiger Zahnriemenantrieb. Also das ist wesentlich robuster als diese blöden Keilriemen. Dann hier so eine ganz pfiffig gemachte Vorspannung für den Riemen. Ja, sehr cool. Hier ist die Höhenverstellung. Dazu muss man auf der anderen Seite eine Schraube lösen. Und dann löst man hier einfach hier diesen Klemmmechanismus. Und dann kann man hier sehr einfach die Höhe verstellen. Hier drauf ist die Höhe, die man dann einstellen kann, von 45 mm bis 0. Beziehungsweise minus 14, das verstehe ich jetzt nicht. Also von 45 bis 0. Und interessant auch hier auf der Skala, in dem unteren Bereich, wo man ja doch wirklich dann jeden Millimeter genau einstellen muss, ist die Skala auseinandergezogen. Das liegt jetzt an der Kinematik. Auch sehr gut gemacht. Im oberen Bereich kleine Abstände, im unteren Bereich große Abstände. Sehr schön gemacht. Also wenn du die Spindel rausmachst, musst du auf jeden Fall die höchste Höhe einstellen, ne? Ach so. Damit du Arbeitsluft hast, ne? So. Also ganz hoch stellen. Ganz hoch stellen. So. Sehr kannst gut. Du so lassen. So. Jetzt machst du erstmal als allererstes den Riemen runter. Ja. Einfach die Rolle anheben und den Riemen. Einfach ganz einfach hier zur Seite. Ziehst ihn einfach zur Seite ab. Den knicke ich manchmal hier so, klemme ich hier durch den Hintern, damit er nicht im Weg liegt, ne? So. Okay. Jetzt siehst du hier eine Schraube. Ja. Die löst da du. Da sind jetzt zwei Schrauben von zwei außen. Schrauben. Die löst du einfach. Und dann kannst du ihn raus, so. Nach vorne rausziehen. Die löse ich komplett raus. Du musst komplett rausmachen, ne? Ein Trick dabei, was ich auch woanders mal gesehen habe in irgendeinem Video, zeige ich dir gleich, dass die Schrauben nicht verloren gehen, klemme ich die einfach an die Magneten dran. Ah, das ist gut. Das ist, ne? Gut. Das ist eine sehr coole Idee. Das ist so ein kleines Gimmick, was man nur zeigen kann, ne? So, und jetzt ja. Brauchst du nur
ein bisschen zu wackeln. Und schon hast du die Spindel draußen. Wow. Die Schraube doch abgefallen. Na gut, das machen wir jetzt. Tun wir die hin. So, jetzt hast du im Grunde genommen rein die Walze. Ja. Das ist der Gegenhalter. Das sind Anschlagstellen. Ne? So. Ach, da liegt die dann drauf. Die liegt, die greift mit diesen Nasen in diesen Holm rein. Ach, das ist so unten die Führung nochmal. Die Führung nur, ne, damit okay. Er nicht abknickst. Ne? Okay. So, und das ist die Kassette. Sozusagen diese Kassetten, die du jetzt wechseln kannst. Dafür gibt es jetzt diese 5er-Spindel, 6er-Spindel, 10er-Spindel. Genau ja. So kommt die. Dann hast du die Vertikutierkassette und die Lüfterkassette. Made in Czech Republic. Ja, also hier die Spindel, das ist die Messerspindel. Dann haben wir hier einen Vertikutierer und, wie heißt das Ding eigentlich? Lüfter. Ein Lüfter, genau, ein Lüfter. Und das soll sehr, sehr cool sein. Der hat so kleine Drahtzinken, so gefederte Drahtzinken. Und damit kann man wohl ganz hervorragend den toten Rasen, im Englischen heißt er Thatch, also den toten Rasen aus dem Rasen rauszupfen. Das machen wir gleich mal, das probieren wir gleich mal aus. Und jetzt weiß ich auch, warum Minus, ne? Minus 14, oh Mann. Klar, wenn man jetzt natürlich vertikutieren will, dann muss man in den Boden rein und dann kann man eben über die Minus-Skala auch noch ein bisschen tiefer als auf Null gehen. Interessant. Sehr cool. Hier hinten über diese beiden Gewindestangen, kann man jetzt das Untermesser verstellen. Hier unten ist das Untermesser. Oh, das ist ein sehr schönes Untermesser. Oh, das sieht auch gut aus. Ein sehr schönes, robustes, dickes Untermesser. Das Untermesser ist hier gelagert und durch diese beiden Stangen kann man halt das Untermesser an hier über diesen hier ist es dran. Kann man das Untermesser an die Spindel heranstellen. Sehr cool. Sieht filigran aus, muss ich sagen, echt filigran. Aber warum nicht? Die Spindel, habe ich jetzt gelernt, gibt es in 5, 6 und 10. 5, 6 und 10, ja. 5, 6 und 10 Messergrößen. Ne, hier wieder der berühmte Abstand. Nie ohne Handschuhe an eine Spindel ran, so wie ich das jetzt mache. Da kann man sich so richtig schön klemmen. Hier, das übrigens, das habe ich gerade hier letztens gemacht. Da habe ich mit der anderen Spindel geklemmt. Wieder, je breiter der Abstand, desto besser kann hohes Gras geschnitten werden. Ja, was ich sehr schön finde, ist aber Zubehör. Hier so eine geriffelte Frontrolle. Durch die geriffelte Frontrolle wird das Gras nicht so stark umgelegt und kann schneller hochkommen, beziehungsweise ist jetzt, steht gerader. Damit kann man das Gras gleichmäßiger abschneiden. Ich habe ja bei meinem John Deere eine gerade Frontrolle, das finde ich nicht so schön. Bei meinem Toro habe ich eine geriffelte Frontrolle und ich bin da so gespannt auf diesen Mähunterschied. Hier der Sportman kann man auch eine geriffelte Frontrolle als Zubehör kaufen. Sehr cool, hat der Kollege hier gekauft. Ist super für uns. Ja, wir bauen jetzt mal diesen Lüfter ein, Herr Bredi Angst, und schauen wir mal, wie der funktioniert. Mein Mechaniker Nick hier am Start. Ja, hier sind so schicke kleine Gummiringe, da liegt dann dieser Metall-Fangkorb drauf. Auch sehr cool gemacht, so ein Drehteil mit so O-Ringen draufgesetzt. Danke dir, vielen Dank. So, wie tief gehen wir jetzt runter? Und jetzt können wir den hier lösen und dann runterstellen. Ja, wo ist wie tief? Ja, dass er so ein bisschen reingeht. Ja, tiefer würde ich nicht gehen. Können wir mal testen. Festschrauben nicht vergessen. Natürlich vergessen die Leute alle mal diese Schraube festzuschrauben. Behaupte ich jetzt mal. Die sichert dann quasi gegen. Gut. Schick, schick, schick das Teil. Da rauskommen. Wahnsinn! Wahnsinn, dass der da rauskommt. Es ist echt unglaublich, was hier diese Lüfterkassette rausholt. Diesen ganzen Filz zieht er hoch und dadurch wird das Gras
luftdurchlässiger und wasserdurchlässiger und liegt nicht mehr ganz so quer. Tote Heime. Sehr cool. Sehr cool. Warum habe ich keine Lüfterkassette? Das ist ja der Wahnsinn. Ich brauche eine Lüfterkassette. Das ist ein cooles Teil. Ich weiß, dass es sowas gibt. Also für den Edco gibt es das auch oder jetzt Alet. Aber dass das so cool funktioniert, ich kaufe sofort so ein Ding. Mann! Man lernt nie aus. Man lernt nie aus. Nummer, Swordman beim Rasenfreak. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mir mega Spaß gemacht, heute mal den Swordman zu testen. Ich hoffe, ihr fand es auch cool. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So.